können einfach den ganzen See zukippen. Was haltet ihr davon? Ja. Bim, bim, bim. Water be gone. Zack. So, das heißt, wir setzen jetzt die Mauer ganz runter. Eine Mauerstücke? Ne. Und bauen keine Mauerstücke. Aber Plan ist, wir ziehen die Mauer hier ganz runter. Wir ziehen die Mauer dann, ich schätze mal bis hier oder so. Oder eventuell sogar ganz so. Das heißt, wir zerstören jetzt gerade unsere natürliche Verteidigung, aber dafür haben wir eine richtig schön ordentlich Baufläche hier. Und nicht diese komischen natürlichen Küsten. Gar nicht. So, weg. Ich wollte eigentlich einfach nur Wasser haben, richtig? Oh, stimmt. Wir können das kombinieren. Ich kann das einfach irgendwo aufbauen. Also wir nehmen einfach... Nimm. Bist du? So eine MK2-Pumpe. Weil die fast keinen Platz verbraucht. Also hier vielleicht nicht unbedingt. Ich suche mal einen schönen Platz. Für eine Anlage, wo die ganzen Filtersachen machen. Und ich brauche noch so eine komische... Die da? Mhm. Und das hier ist absolutes Chaos. Da komme ich nicht durch. Oh, Batterien laufen lang, das ist gut. Hier komme ich auch nicht durch. Zum Beispiel hier. Hier ist eh Wasser. Ha! Genau. Also wir machen es einfach hier. Ich hätte gerne... Wasser. Ich hätte gerne hier... Fluidhändler. Ich hätte gerne hinter die Fluid... Oh oh. Ah doch, lange Ärmchen, das geht. Fast Long-Handed Inserter. Bam. So. Wo sind die komischen Lederröhrchen? Da. Ja, okay. Ihr macht das schon. Und jetzt so. Und da Kisten. Und du machst jetzt bitte Stein. Hä? Warum machst du nichts? Hallo? Du machst bitte Sand. Phantom Pipe. Achso, Dreckwasser braucht ihr. Ja, also muss ich das doch direkt aus dem Wasser pumpen. Schade. Das wäre eine schöne Stelle hier gewesen. Das habe ich natürlich gar nicht bedacht. Dass wirklich dreckiges Wasser sein muss. Oh, hier ist schön. Mach mal. So, und jetzt ganz vorsichtig. Genau. Nein, hier. Das ist die Höhe, die ich gerne haben möchte. Gib mir... Mist. Ja, gib mir Landfill. So. Irgendwas schießt irgendwo. Ach, hier vorne. Okay. Du bist ganz schön angeschlagen. Also, gib mir jetzt wieder diese... stinknormale Pumpe, die wir jetzt doch nutzen müssen. Leider. Dann machst du hier das so nach oben. Dann kommen jetzt die Fluid-Dinger. Du machst bitte Stein. Du machst bitte Sand. Dann kommen jetzt die da. Und dann kommen jetzt die langen roten. Wir werden sowas von keiner Robo-Abdeckung hier haben. Ich habe mich gerade eingesperrt, nein. Wobei wir Sand jetzt gerade nicht brauchen, also machen wir beides Stein. Und die Pumpe kommt nicht hinterher anscheinend. Richtig, es kommt nicht genug Wasser. Okay, ich bin flexibel. Baum.
Ding dahin. Das dahin. Du dahin und dann mach hier einfach noch mehr Rohr. Für noch mehr. Warum verbindest du dich mit dem? Nein. Aus. Okay, noch mehr Platz. Es artet aus, es artet aus. Gib mir mehr Steine. Da ist jetzt sauberes Wasser drin. Ja, das ist nicht gut. Okay, Dreckwasser, Dreckwasser, Dreckwasser. Überall Dreckwasser. Gut. Stein. Gut. Menno. Jetzt brauchen wir mehr von den Pumpen. Pump, 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 pump. So, und jetzt brauchen wir ganz viel Stein. Und mit dem Stein mache ich dann hier mehr Platz. Und dann kommt hier der zweite Liquidhändler hin. Weil ich denke nicht, dass ich das da alles hinbappen kann. Oder? Ne, will er nicht. Okay, habe ich genug für... Ja, bau davon welche. Bum, 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 bum. Du dahin. Du dahin. Shift rechts, Shift links. Komische lange blau-rote Ärmchen. Blau. Rote, da. Gib mir. Gott. Da. So, Steinchen hätten wir. Wir haben hier unten aber gar keine Robo-Anbindung. Das ist, bescheiden, ehrlich gesagt. Aber wenigstens haben wir schon mal eine Quelle, wo wir durchgehend Stein bekommen. Ja, brauchen wir nur mehr von. So, wir brauchen unbedingt jetzt oben Stein, damit wir überhaupt Tränke weiterbekommen, sonst wird das mit der Forschung hier niemals irgendwas. Ich glaube, ich gucke mich aber erstmal um nach dem Steinfeld. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Idealerweise irgendwo hier in der Nähe. Tu mir bitte Stein da rein. Mach das so. Gut. Also ein Steinfeld innerhalb der Basis, einigermaßen nah an diesem Gewusel hier. Stimmt, irgendwo unter irgendwelchen Fabriken begraben. Nö. Nö, ist wirklich in der Nähe, sehe ich nichts. Die Schwefelbäume sind fertig. Ja, der Plan war eigentlich, dass zu dem Zeitpunkt, wo die Schwefelbäume fertig sind, auch die besseren Farben sind schon fertig, ne? Haha, die besseren Farben sind fertig. Wir bräuchten jetzt nur die weißen Chips ein paar mehr. Ja, das passt schon irgendwie. Das bitte einmal alles weg. So. Das hier weiter, damit ich weiß, wo ich meine Farm hinbappen muss. Und es Schnee regnet wieder. Das ist nicht schlimm, damit kommen wir inzwischen klar, ne? Ja, ja, ist alles gut. Irgendwo irgendein Angriff, der aber schon in dir geschlagen wurde, das ist gut. Weiße Chips wollte ich klauen. Weiße Chips, weiße Chips. Was fehlt dir jetzt? Weiße Bretter? Das glaube ich nicht. Weiße Bretter sind da, ganz, ganz viele. Sehr komisch. Rum, 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 rum. Nimmst du dir keine weißen Bretter? Na komm. Das Ärmchen ist kaputt. Eigentlich muss das nicht so nah ran. Und sind es trotzdem keine. Ah, okay. So. Irgendwas ist hier ein bisschen komisch, aber na gut. Weiße Chips kriege ich eh nicht hier. Weiße Chips bekomme ich... Oh, Problem. Ja, Problem.
Die Sachen sollten hier eigentlich nur auf eine Seite des Fließbandes. Das heißt, wir schummeln mal ein bisschen. Und machen jetzt so. So, so. Ernsthaft kein Fließband mehr. Blau Fließbänder. So, jetzt kommen sie nur auf eine Seite. Ah, auf die genau falsche Seite. Weg, weg, weg. Und Inventar ist voll. Ja, du mich auch. Hier hast du einen Electrolyzer. Was auch immer. Nimm das mit. So, jetzt sollte das alles soweit okay sein. Hier in einem Eisenplatten, ich habe zu viel davon. Gib mir weiße Chips und bau bitte für mich jetzt... was? Viel Kupfer. Ja, ja, gleich. Deshalb will ich kurz ein bisschen Zeug loswerden. Gib mir... da. Hier gelbe Ärmchen, hier gelbe Ärmchen. Wo sind meine Aussortierkisten? Da. So, das hätte ich gerne gerade nicht. Das nicht. Das nicht, das nicht, das nicht. Ja, keine Ahnung, wofür die da sind. Smog hätte ich ganz gerne nicht. Alte, das da. Weg, weg, weg. Die brauche ich nicht. Weg, weg, weg. Weg. Weg, weg. 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 Ja, so ist fast okay. So. Kann ich jetzt endlich bitte meine bessere Farm bauen? Nein, ich brauchte Kupfer. Hol dir Kupfer. Hier. Kupfer, 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 Kupfer. Tada. Eine von den guten Farmen. Easy Mau. Na gut. So, und die neuen Farmen machen einfach direkt hier an das Ding daran. Setze eine Farm. Das ist viel zu groß. Setze eine Farm dahin und mach das Feld mal kleiner. Auf so. Ja. Und du hättest gerne... Achso, wir brauchen die Setzlinge. Die da. Achso, dafür brauchen wir eine Kiste, die reinsetzt und wieder rausnimmt. Und eigentlich auch eine Fabrik, richtig? Ja, eigentlich auch eine Fabrik. Es wird jetzt ein bisschen komisch aussehen. Rein, raus. Achso, und dazwischen auch noch Kisten. Ja, uff. Also du nimmst raus, tust da rein. So? Ich glaube so. Also du machst jetzt Setzlinge. Und ich habe, glaube ich, genau die falsche dazu genommen. Also Plan ist, hier kommen jetzt Setzlinge rein. Ja, intelligente Ärmchen. Ja, du klaust bitte nur das Holz. Das Schwefelholz. Das da. Jetzt gib mir die ganzen Setzlinge, tu die Setzlinge wieder rein. So, Setzlinge werden gesetzt. Ist der Plan. Dann werden Setzlinge irgendwann fertig, sie werden abgebaut und wir kriegen Schwefelholz. Schwefelholz kommt hier rein. Wird von hier aus genommen, wird wieder zu Setzlingen gemacht. Die Setzlinge, das Ding beschränken wir mal auf ein Stack. Die Setzlinge kommen hier rein, werden von hier aus direkt wieder da reingelegt und werden angepflanzt. Wenn irgendwann alle Felder voll sind, füllt sich diese Kiste mit diesem einen Slot, bis dieser Slot voll ist. Wenn dieser Slot voll ist, dann wird hier kein Holz mehr rausgenommen und alles Holz, was dann noch hier drin ist, steht dem System zur Verfügung. Und dann müssten wir irgendwo anders eine Maschine aufbauen, die dann aus diesem Schwefel Holz Schwefel macht. Das wäre also so vorerst der Plan.
Und das Ganze machen wir noch einmal für Resin und einmal für Holz. Also hier nochmal und da nochmal. Und dann können wir die hier abreißen. Das wäre bisher ja so der Plan. Und ich brauche mehr von denen da. Genau. Ja, genau so läuft das. Holz kommt rein, macht Samen draus, Samen werden hingelegt, Samen werden da reingelegt und werden... Zack. Dann gebappt. Das würde jetzt weiter laufen. Das ist völlig okay. Können wir das Schwefelholz auch für irgendwas anderes benutzen? Also für richtiges Holz? Nee. Ah, ist aber trotzdem okay. Wo packe ich meine Setzlinge hin? Dahin. Das heißt, das lassen wir jetzt ein paar Folgen laufen und kommen dann später nochmal wieder. Holz? Ist nicht so wirklich schnell. Eventuell müssen wir die auch ein bisschen größer veranschlagen. Ja, weil Holz werden wir immer brauchen. Holz ist nicht Bestandteil von den braunen Chips. Und die braunen Chips braucht man, um die weißen Chips zu machen. Und die weißen Chips braucht man, um die grünen zu machen. Bin ich mir relativ sicher. Ja, wir könnten einfach, da wir hier eh fast keinen Strom brauchen, doch brauchen wir für die Ärmchen. Ich wollte gerade sagen, sonst könnten wir einfach den Pol in der Mitte mal rausnehmen. Und in so ein 3x3-Feld als Farm nehmen. Aber kann ich mir später was einfallen lassen. Das ist okay.